Servus, heute mit Jimmy First FIFA Bros, einem Pack Opening und zwar die monatlichen Belohnungen von Foot Champions Elite 1, das heißt mal 20 in Form und ein 100.000 K-Set zur Verfügung gestellt vom Gerci. Er spielt für den SK in St. Pölten in der FIFA E-Bundesliga. Danke und schöne Grüße nochmal an dich raus. Hi. Okay. Erstes Video nach unserem Livestream auf Twitch, first-fifa-bros, bitte auch auf Twitch folgen, damit ihr einfach die Benachrichtigung bekommt. Video war echt geil, danke nochmal an Philipp für die Moderation und alle, die dabei waren, die der ganze Zeit zugeschaut haben. Hat echt Spaß gemacht und Samstagmorgen brauche ich eure Unterstützung für die Weekend League, wird nicht einfach, ihr kennt selbst. Jetzt gehen wir gleich zum Pack Opening und schauen wir mal, was rauskommt. So, wir sind schon in den Sets drinnen. Team der Woche lassen wir aus, weil Sterling und Griezmann die einzig geilen sind diese Woche. Wir beginnen mit dem 100.000 K-Set. Was kommt? Schlitz, Board. Oh, in Form. Wer ist das? Italiener, Tormann. Ah, oh, nee. Sirigu. Ja, hätte besser sein können, aber hätte auch schlimmer sein können bei dem Team der Woche. Sirigu, weiß ich jetzt nicht, dass man ihn verkaufen kann, müsste man nachschauen. Pepe auch im Set, Pepe ist geil, der geht weg für 16, 17, 18.000, glaube ich zumindest nochmal. Ja, sonst eigentlich nur Chaos im Pack. Das Pack ist nicht so geil, ja. Schauen wir nochmal durch das Pack. Nee. Senden wir an den Verein. Ja, will ich da jetzt nicht für ein Gerci verkaufen. Echt nochmal danke, dass du das zur Verfügung gestellt hast, dass wir die Packs da öffnen dürfen im Video. Jetzt kommt das 20 in Form monatliche Belohnungsset. Also wenn da nichts drinnen ist, na, ich weiß nicht. Will jetzt nichts versprechen, weil sonst... Okay, natürlich kommt ein Schlitz. Bord. Frankreich, bitte Pogba! Ach Gott, nein! Nein! Taubin, also wenn man ihn vormonatlich Pogba bekommen kann und die französische Flagge sieht, ja, bedeutet nichts Gutes, wenn ein Taubin kommt. Auch nicht so geil, dass man die roten Karten nicht verkaufen kann. Man kann sie für die SPC nicht als Inform eintauschen. Die zählen auch nicht mehr. Danke, EA. ja, schauen wir uns das Pack an. Was ist drinnen? Nur Dreck. Ja, da ist nicht wirklich was Gutes drin. Lozano ist der einzige, glaube ich, den man als Super Sub spielen kann. Aber sonst... Ja... Geiles monatliches Belohnungspack. Ist nicht immer was Gutes drin. Aber dennoch hat es Spaß gemacht, einfach sowas zu öffnen. Morgen brauche ich eure Unterstützung für meine Weekend League, damit wir auch sowas gemeinsam vielleicht im Livestream ziehen können. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.